Ja, hallo und willkommen zurück bei E-Bike Tom. Ich bin heute wieder auf Tour für euch und es geht heute zum Erpetal mit dem E-Bike. Ja, dann wollen wir mal schauen, was uns auf der Tour so alles erwartet. Ja, und wie immer habe ich natürlich kräftigen Vorderwind auf meinen Touren, wie üblich. So, die ersten Kilometer hinter uns und jetzt haben wir ein wenig Rückenwind sogar. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich auch jetzt endlich mal geschafft, den Rückspiegel an die Position anzubringen, an die er auch sein soll. Ich mache mal die Kamera ein bisschen runter, damit ihr das besser sehen könnt. Weil ich hatte nämlich hier das Problem mit der Verkabelung am Schalter und konnte das auch prima lösen. Und ist natürlich ein deutlicher Mehrwert, mit Rückspiegel zu fahren, weil ich habe bemerkt, bei den ersten zwei, drei Touren ohne Rückspiegel hat mir doch was gefehlt. Ja, heute scheint auch endlich wieder die Sonne. Und das macht natürlich deutlich mehr Spaß, als bei Regen und starkem Wind zu fahren. Wir sind jetzt gerade angekommen in Mahlsdorf. Das ist übrigens auch eine Route, die ich noch nie gefahren bin. Und habe mich auch schon prompt wieder verfahren. Typisch. Typisch. Tja, wieder mal nicht aufgepasst, nur gequatscht und dann passieren solche Sachen, ne? Ist klar. So, hier geht's rein. Ja, ich habe mittlerweile mit meinem Prophet-Entdecker 132 Kilometer hinter mir. Nach wie vor keine Probleme. Alles läuft bestens. Und ich bin weiterhin zufrieden. So, hier können wir jetzt leider nicht sehen. Auf der linken Seite von uns sind die Kaulsdorfer Seen. Mal gucken, ob ich da gleich noch irgendwie einen kurzen Abstecher machen kann. So, ein kurzer Abstecher hier an die Kaulsdorfer Seen. Es gibt da insgesamt drei Stück von. Ja, und ganz hübsch hier. So, aber wir müssen ja weiter. Und dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. So, das war mal ein kurzer Ausblick auf den Kaulsdorfer See. Ja, auch sehr mysteriös. Komoot sagt, nach 241 Metern soll ich nach rechts, aber auf der Karte deutlich zu sehen ist links. Also halte ich mich an links. Naja, schauen wir mal. Ansonsten kommen wir irgendwann in China aus.
Warte, hier oder? Jetzt. Nein, nein, das muss man. Wieder verfahren, meine Herren. Ich habe aber auch. Mann, 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 Mann. Junge, Junge, Junge. So. Jetzt sind wir wieder richtig. Oh, auch ein sehr schönes Stück hier, was durch den Wald führt. Gefällt mir echt super. Das gefällt mir echt super hier. Ja, hier ein Häuschen zu haben, wäre doch schon ganz hübsch, oder? Ja, auch hier macht der Reifen einen super Job. Auch wenn er eigentlich nur für Asphalt gedacht ist. Aber einfach nur herrlich. Einfach nur herrlich. So. Pass auf, dass du dich nicht wieder verfährst hier. Ah, hier geht's rum. Okay. Ja, lohnt sich die Anschaffung eines E-Bikes? Ich bin der Meinung, zu 100% ja. Absolut, weil mit dem Fahrrad hätte ich solche Touren, solche Strecken niemals gemacht. Und seit ich das E-Bike habe, aber auch vorher schon mit dem Scooter, habe ich ja meine Touren gemacht. Und ja, es ist einfach herrlich. Man kriegt deutlich viel, viel mehr mit von seiner Umwelt wie ohne. Ach, ist das herrlich, ist das herrlich. Das ist so entspannend, so toll. Ja, jetzt geht es hier auch ein kleines Stück durch den Wald weiter. Laut Komoot soll das ein Single Trail sein. Aha. Und am Single Trail stelle ich mir aber was anderes vor. So, hier werde ich jetzt mal aufpassen, weil hier bin ich nämlich beim ersten Mal mit dem Scooter nämlich. Da habe ich mich nämlich hier, ich zeige es euch mal, genau in diesem Loch habe ich mich nämlich mit dem Vorderreifen verhangen und bin beinahe vorne übergekippt. Ja, war nicht lustig. So, wir sind jetzt beim Erpetal angekommen. Aber es ist ja noch nicht das Ende der Tour, sondern es geht ja noch weiter. Naturschutzgebiet Erpetal, Wanderwege entlang der Erpe. Ja, die werden wir gleich auch befahren. Und jetzt gibt es erstmal ein kleines Häuschen hier beim Rasthäuschen. Das ist übrigens unser erstes Ziel. Und das liegt alles noch vor uns. Wenn einem dann alles auf den Keks geht, schnappt man sich sein E-Bike und fährt dann mal lustig in die Natur raus. So, dann will ich noch hoffen, dass das Wetter noch einigermaßen hält. Laut Wetterbericht sollte es nicht regnen. Und dann denke ich mir mal, kriegen wir die Tour auch noch geschafft, ohne dass es regnet. Habe ich überhaupt meinen Regenanzug dabei? Nö. Oder? Doch. Keine Ahnung. Ich weiß. Nee, habe ich nicht dabei. Ja. Ja, und wie gesagt, diesen Reichweitentest, den werde ich noch im Sommer machen. Wenn die Temperaturen so bei 20, 22 Grad liegen. Und dann werde ich mal schauen, wie weit ich tatsächlich mit dem Bike komme. Ich bin überwiegend in der im Tour 3 Modus unterwegs. Ist ein sehr angenehmer Modus und ja, reicht mir vollkommen. Ja, und wie ihr auch schon in einem Video gesehen habt, habe ich ja auch da in Hellersdorf diesen Berg erklommen und das waren locker 20% Steigung.
auf den dritten Gang zurückgeschaltet, Stufe 5 eingelegt und dann zog mich das Bike bis nach oben. Und das mit nur 50 Newtonmeter. Also, ne, wenn ich dann immer so die Sprüche höre von wegen, das muss ja mindestens 70, 80, 100 Newtonmeter haben. Blödsinn. Und ich wiege 100 Kilo. Also, ne, so viel mal dazu. So, und weiter geht's. Hoppa. Sehr toller Weg hier entlang der Erpe, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich bin ein wenig erstaunt, wie gut ich doch mit den Conti-Reifen hier durchkomme. Also bis jetzt kann ich da auch nicht besonders groß klagen. Also top, hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ja, an dieser Stelle werde ich mich auch wieder verabschieden von euch. Ich hoffe, die Tour hier zum Erpetal hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir wieder einen Daumen nach oben gibt. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, abonniert doch einfach meinen Kanal. Dann könnt ihr auch meine nächsten Abenteuer miterleben. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Alles klar, es grüßt euch euer E-Bike-Tom. Bis dann, ciao.